Ich habe die Karten, wegen denen wir an diesen gottverlassenen Ort gekommen sind, besorgen können. Möglicherweise zeigen sie uns ein neues Ziel und geben uns Hoffnung für die Zukunft. Nach dem dunklen, engen Bunker scheint die Weite der Wüste Freiheit zu verkörpern. Ich muss die Karten zur Aurora bringen. Aber es wird wohl niemanden stören, wenn ich unterwegs ein paar Umwege mache. Die Wüste scheint viele Geheimnisse zu bergen, die es wert sind, entdeckt zu werden. So ist das, liebe Leute. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Ja, wir sind wieder am Start mit unserem Freund Artyom. Ja, mal gucken, was es heute an Abenteuern erwartet. Das ist, bleibt jetzt abzuwarten. So. Ja, dauert jetzt wieder einen Moment, bis der hier fertig ist mit dem Laden. Dauert und auch, ja, aber ich kenne das ja. Ja, das dauert immer noch ein bisschen. Endlich geht's los. Endlich können wir zocken. Nach 3 Minuten Laden können wir dann endlich mal loslegen. So. Dann unten und rechts, okay. Also der Weggabelung da unten rechts. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich nicht. Eigentlich würde ich mir das gerne näher angucken, aber das lassen wir doch mal doch hier. Da bin ich überhaupt richtig. Ja. Gott sei Dank, wir sind an der Aurora angekommen. Wir können jetzt tatsächlich gleich hoffentlich mal neue Munition machen. Der Lok selber, ne?
In ihre Lok, so Lok. Ach, da bist du. Komm schon, komm rein! Ich verstehe. Roger, ich habe gerade Damir in der Leitung. Nimm also Platz, ich bin gleich da. Ja, ja, ich würde gerne aber erstmal die... So, irgendwie hätte ich jetzt gerne mal neue Munition. Definitiv. Sind wir erschöpft? So, ich brauche aber keine Werkbank hier mal gerade. Ja. Na, Gott sei Dank haben wir das alles soweit überlebt. So, jetzt will ich reden. Willkommen zurück in der Basis, Artyom. Okay. Und du laberst uns nicht zu? Okay. Da bist du. Wiederholen. Hallo? Dann kann ich zu sein. Nicht verstanden. Wiederholen. Der Kollege Penta oder was? So, zwischendurch nur diese Zahlen, die bedeuten, dass das Spiel gerade sich speichert. Du gehst hier nicht weiter oder so? Nimm Platz, Archop. Wieder aus Wasser übrig gelassen. Ah, so. Ich darf mich hinsetzen. Okay. So geht das weiter. Hast du sie? Gute ja. Arbeit, Archop. Danke. Gute Neuigkeiten. Archop hat die Karten. Gut gemacht, Archop. Danke. Idiot. Fang schon mal damit an. Ich komme später dazu. Das sind viele hier, da. Nimm einen Schluck. Je eher wir sie analysiert haben, desto besser. Die Karten haben wir. Jetzt so, müssen natürlich wir einen Schluck. Und das ist der schwierige Teil. Wir brauchen Wasser für die Aurora und das Team. Einige leiden bereits an Dehydration. Und das wird immer schlimmer. Außerdem brauchen wir Treibstoff. Die einheimischen Banditen haben das alles. Ich habe bereits ihren sogenannten Baron kontaktiert. Aber seine Bedingungen sind inakzeptabel. Na, scheiße, wa? Jule hat uns gesagt, wo es Wasser gibt, aber es wird natürlich gut bewacht. Damir hat die Stelle ausgekundschaftet und meint, dass wir sie heimlich infiltrieren könnten. Also, Artyom, wenn du bereit bist, triffst du dich mit Damir. Okay. Euer Ziel ist es, Wasser zur Aurora zu bringen. Scheitern ist keine Option. Viel Glück, Artyom. Wir zählen alle auf euch. So, wir haben schon mal einen neuen D-Punkt. Wie ist das Wetter? Der Sturm scheint vorüber zu sein. Ich gehe zurück zum Posten. Okay. Perfekt. Artyom, während du draußen warst, habe ich noch was für das TH fertiggestellt. Meine Werkbank steht dir zur Verfügung. Sehr schön. Die Frage ist, wo sind die? Können wir die jetzt wieder nutzen? Hast du herausgefunden, Idiot? Weil wir brauchen so dringend mal neue Munition vor allen Dingen. Ja. Auch ich werde hier... Was soll ich sagen? Wir sind definitiv nicht umsonst hier gekommen. Das hier habe ich gerade fertig bekommen. So, ich würde gerne mal deine Werkbank... Perfekt, da ist sie. Die wollte ich haben. Weil ich brauche Munition für meine Waffen. Ganz schön explosive Munition. Du hast also einen Überblick? So, wir haben neue Munition. Da. So, die Frage ist, haben wir die jetzt wieder, die Waffe wieder voll oder wie sieht das aus? So, die erste Waffe ist voll, dann wechseln wir auf die zweite. Katze. So, laden da auch nach. Perfekt, dann sind wir da jetzt on board. So, wir haben ein neues Ziel auf der Karte. Lohnt sich das überhaupt in dieser Folge, ne? So, was ich gerade anmerken wollte eigentlich tatsächlich, ich würde... Oh Gott, das ist eine lange Weg. Ist ein langer Weg da hoch. Der ist arschlang, der Weg da hoch. Okay. Also, der Bahnlinie... Wir können eigentlich komplett außen rum. Wir müssen eigentlich nur wieder rechts zurück, eigentlich quasi den Weg, den wir hergekommen sind. Den
Weg, den wir hergekommen sind, dann eigentlich immer über die Bahnschiene, dann eigentlich. Warte mal, die Wege ist. So, dann müssen wir da lang jetzt. Ja. Okay. Gut, was ich gerade anmerken wollte, tatsächlich war, dass ich auch hier in diesem Let's Play die Folgen auf eine Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr begrenzen werde, weil halt, wie gesagt, ich muss jetzt in kurzer Zeit sehr viel aufnehmen. Oder will das jetzt machen. Weil jetzt die nächsten Tage auch wieder anstrengend werden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Wir leben in interessanten Zeiten, meine Herren. Während des letzten Sandsturms hat jemand unseren Posten in den Ruinen ausgelöscht. Dem Zeitpunkt nach zu urteilen, ist das diese Zugwanne. Sie gab sie deswegen zur Rede gestellt. Aber sie streiten alles ab. Ein paar Jungs haben jedoch gesehen, wie sie mit einem Auto fuhren, das vormals unserem Posten gehörte. Diese Neuankömmlinge greifen extrem schnell zur Waffe. Bleibt also alle sehr wachsam. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. So, ich muss mich jetzt ein bisschen orientieren. So, die ganzen Punkte, da brauchen wir gerade nicht zu arbeiten. Frage ist, kommen wir da jetzt ohne Probleme hin? Ich habe das blöde Gefühl, dass da nämlich eine Brücke ist. Also müssen wir quasi zurückfahren. Warte mal. So, fahren wir zurück. Können wir da mal mit dem Auto durch? Warte mal, ich muss mich das Ganze angucken. Das ist das Problem, wenn man in Lego-Perspektive versucht, Auto zu fahren. Was war das? Alter, oben. So, wir können eigentlich geradeaus weiter. Gut. Fahren wir hier lang. Ja, sorry, wenn ich ein bisschen weniger quatsche. Es liegt daran, dass ich auch ziemlich müde bin, aber wie gesagt, ich werde in kurzer Zeit ziemlich viel aufnehmen. Deswegen auch die kurze, deswegen auch eine gewisse kurze Folgen. Ach. Jetzt haben wir hier mich. Natürlich alles andere als ein Plan. Ich gebe jetzt gerade mal ein bisschen Gas. So.
sollten nicht unbedingt aus dem Auto rausfahren, ohne Auto unterwegs sind. So viel haben wir gar nicht mehr so viel am Weg. Gut. Alle Mann zuhören! Der Baron wird jetzt treten! Schon wieder? Alle Mann zuhören! Der Baron wird jetzt treten! In Ordnung! Es geht um die Schlucht bei der Quelle, wo einzelne Primitive unsere Jungs angegriffen haben. Ivan, bedeutet dir mein Wort nicht mehr als Klopapier? Es ist gut, dass die Sklaven sich dort vermehrt haben, ohne dass wir einen Finger rühren mussten. Aber du hättest sie ernten müssen, bevor sie tollwütig wurden! Und was haben wir jetzt? Primitive, die Feuergötter angreifen. Und das bedeutet Auslöschung. Absolut. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Ja, oder war hier wirklich... Moment. Ja. Was ist da los gerade? Was kommt uns da jetzt gleich entgegen? Oder treffen wir auf Feinde? Wie auch immer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Meteor Exodus. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao.